vorgeschlagen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8 sowie Zusatzpunkt 15. Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen zu dem Antrag der Fraktion der CDU/CSU mit dem Titel Deutschland aus der Baukrise führen, jetzt wirksame Maßnahmen für bezahlbares Bauen und Wohnen ergreifen. Sowie Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Erfolgsmodell ein Familienhaus stärken, Eigentum, Freiheit und Familien massiv fördern. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht Platz nehmen oder die Unterhaltung nach draußen verlegen. Ich eröffne die Aussprache und zuerst hat das Wort für die SPD-Fraktion Bernhard Dahlrupp. Oh. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Deutschland aus der Baukrise führen, so lautet ja der Titel des CDU-Antrages. Und es gehört natürlich zur Aufgabe der Opposition, Kritik an der Regierung zu üben und Alternativen aufzuzeigen. Aber beide Aufgaben erfüllen Sie leider nicht, und das will ich Ihnen sagen. Schon mit dem Titel Ihres Antrages wollen Sie ja den Eindruck erwecken, die unbestreitbar existierende Baukrise sei sozusagen ein nationales Phänomen, verursacht durch die Ampel. Dabei wissen Sie genau, dass wir seit längerer Zeit mit einer europäischen Wohnungsbaukrise zu tun haben. Egal, ob Sie das IFO-Institut nehmen, ob Sie die Wirtschaftswoche, FAZ oder Süddeutsche Zeitung lesen, überall können Sie von den deutlich zurückgehenden Zahlen der Baugenehmigungen in Europa lesen. Schweden -47%, Dänemark -33%, Frankreich -22%, Ungarn -29% und so fort. Um einige der Gründe nennen Sie ja auch in Ihrem Antrag. Baukostensteigerungen, Zinsentwicklungen, es gibt noch weitere, allen voran die Auswirkungen des Krieges. Glauben Sie mir, liebe Kolleginnen und Kollegen, die prekäre Lage vieler Handwerksunternehmen und ihrer Beschäftigten in der Bauwirtschaft bewegt uns gemeinsam. Aber wir machen daraus im Unterschied zu Ihnen kein parteipolitisches Spiel. Das Ziel der Regierung, 400.000 neue Wohnungen zu Beginn von Ihnen verspottet, wird längst mit höheren Zahlen als unzureichend kritisiert. Das Problem ist nur, wie immer bei Ihnen, was Ihre Ziele eigentlich sind, das weiß niemand, nicht mal, glaube ich, Sie selber. Sie reden von steigenden Mieten und gesellschaftlichen Spannungen und fordern gleichzeitig, am Mietrecht nichts zu ändern. Das liegt daran, dass Sie nicht auf der Seite der Mieterinnen und Mieter stehen, wir aber wohl. Kein Wort zu den 880.000 Bauüberhängen, die sogar Horst Seehofer kritisierte, weil Sie sich dann nämlich nicht nur mit der Regierung, sondern auch mit der Bauwirtschaft auseinandersetzen müssen. Stattdessen wollen Sie uns ernsthaft erzählen, das Erbrecht sei ein Hemmnis der Bauwirtschaft. Das ist geradezu grotesk. Sie kritisieren die energetischen Ziele im Wohnungsbau, sagen aber mit keinem Wort, wie Sie eigentlich die Klimaziele, die Sie doch mit Ihrer Klimakanzlerin selber beschlossen haben, erreichen wollen. Das Gleiche gilt übrigens für die europäische Gebäuderichtlinie. Es gibt keinen Sanierungszwang, wie Sie das insinuieren wollen, das wissen Sie. Aber Sie polemisieren gegen eine Richtlinie, die Ihre europäische Spitzenkandidatin Frau von der Leyen auf den Weg gebracht hat. Das ist doch doppelzüngig. Es gibt keinen einzigen seriösen Vorschlag. Katharina Ballay, eine tolle Frau, die könnten Sie auch unterstützen, wenn Sie wollen. Gute Zwischenfrage. Es gibt keinen einzigen seriösen Vorschlag in Ihrem Antrag, der nicht bereits in der Umsetzung ist, wie Sie die Wohnung, der allerdings nicht erklärt, wie Sie die Wohnungsbau, im Wohnungsbau die Klimaziele erreichen wollen. Im Gegenteil. Sie sagen, niedrige Standards, Rücknahme des Heizungsgesetzes, Kritik ja an allen Ecken und Enden, aber Alternativen nichts. Fehlanzeige. Es ist geradezu aberwitzig, wie Sie die Zuständigkeiten in der Regierung kritisieren wollen. Dabei wissen Sie doch ganz genau, bei Horst Seehofer war der Baubereich sozusagen eine Abteilung im Innenministerium und der zuständige Minister das Phantom der Bauwirtschaft. Da war doch gar nichts zu sehen. Und außerdem sprechen Sie über die Bundesimmobilienanstalt.
Ja, es war Herr Dr. Schäuble, der Sie ins Bundesfinanzministerium geholt hat. Und es war der Finanzminister Scholz, der dafür gesorgt hat, dass die BIMA ihre Grundstücke für den sozialen Wohnungsbau deutlich verbilligt an die Kommunen abgeben kann. Und da, wir haben dafür gesorgt, dass die BIMA wieder selber baut. 2.800 Wohnungen sind in diesem Jahr 2024, 2025 im Bau. 1.000 sind beauftragt, 9.000 in den nächsten Jahren. Ich frage mich, kriegen Sie das eigentlich alles überhaupt nicht mit? Es würde mich nicht wundern. Eben ist das Wachstumschancengesetz beschlossen worden. 3 Monate lang von der Union blockiert, obwohl sie in ihrem Antrag die Unwahrheit schreiben. Ich will das deutlich mal sagen an dieser Stelle. Und es wird dort steuerliche Abschreibungen in einem Umfang geben, wie es sie seit Jahren nicht gegeben hat. Der ZIA, der Zentrale Immobilienausschuss, spricht davon, dass eine 6-prozentige AFA auf 6 Jahre die Mieten im Wohnungsbaubereich um 2,50 Euro pro Quadratmeter senken könnten. Das haben Sie blockiert, meine Damen und Herren von der Union. Apropos Steuern. Sie fordern eine Sonder-AFA für selbstgenutztes Wohneigentum. Haben wir schon. Sie wollen plötzlich eine Sonderabschreibung für den sozialen Wohnungsbau. Dabei müssten Sie wissen, dass der überwiegende Teil der Unternehmen, die sich im sozialen Wohnungsbau engagieren, natürlich steuerbegünstigt ist und von solch einer Abschreibung überhaupt nichts hätte. Sprechen Sie gar nicht mit dem GdW? Wir haben mit dem GdW gesprochen. Die privatwirtschaftlichen Unternehmen haben etwas davon. Das ist doch überhaupt gar keine Frage. Aber Sie sind einfach nur Produzenten von Luftnummern. Und so geht das weiter und weiter und weiter bei der Grunderwerbsteuer und so fort und so fort. Nichts zu den Förderprogrammen, nichts dazu, dass wir in der Krise aufgrund der Initiative der Ministerin gut in unserem Haushalt dabei weggekommen sind. Wir haben ein Zukunftskonzept, Sie haben keins. Und deswegen werden wir Ihren Antrag auch ablehnen. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Jan-Marco Lutschak. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir als Union einen Antrag vorlegen, Deutschland aus der Baukrise führen, dann ist uns das ernst. Das sagen wir nicht so daher. Denn in der Tat, Deutschland ist in der größten Wohnungsbaukrise seit Jahrzehnten. Und die Situation ist wirklich dramatisch. Wir haben jetzt gerade am Montag Zahlen von Destatis bekommen. Die Baugenehmigungen brechen auf breiter Front ein. Im Januar 2024 hatten wir ein Minus von 43% gegenüber 2022. Und das hat Auswirkungen. Projekte werden storniert. Insolvenzen gibt es bei den Unternehmen. Es gibt Entlassungen. Und ich will Ihnen das sagen, wenn die Arbeitskräfte erst mal weg sind, dann hat das langfristig negative Folgen. Wir werden auf lange, lange Jahre nicht in der Lage sein, die eigentlich benötigten 500.000 Wohnungen, die wir brauchen in unserem Land, zu bauen. Und deswegen hat das eine enorme gesellschaftliche und auch volkswirtschaftliche Sprengkraft. Die Leidtragenden, das sind die Menschen, die heute in den Schlangen bei den Wohnungsbesichtigungen sind und auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung sind. Und ich sage Ihnen, diese Abwärtsspirale, die muss durchbrochen werden, Herr Kollege Dahlgren. Und deswegen wundert mich das schon sehr, wie die Ampel hier agiert oder besser nicht agiert. Sie tun ja immer so, als ob sie eigentlich gar nichts dafür können. Die Bauministerin sagt immer, das sind alles die Zinsen, die gestiegenen. Und Sie haben ja gerade selber den Verweis nach Europa gehört und haben jetzt dargestellt, in Deutschland sei alles super. Das sei eigentlich eine europäische Sache. Da will ich Ihnen mal sagen, die Zahlen von Euroconstruct haben das gerade noch mal deutlich gemacht. Die Fertigstellung prognostiziert 2022 bis 2026. Die sagen für im Schnitt für Europa heraus 17,3% Minus. 17,3 in ganz Europa. Für Deutschland sagen sie ein Minus von über 40% aus. Das ist eine Lücke von 23%. Und jetzt sagen Sie mir nicht, die Probleme, die wir in Deutschland haben, die sind hausgemacht. Das sind Ihre Probleme, die Sie als Ampel hier vorangebracht haben. Und deswegen muss man schon mal sagen, das wundert mich dann schon ein bisschen sehr, wenn die Bauministerin hier von einer normalen Marktbereinigung spricht, wenn Unternehmen pleite gehen, wenn der Bundeskanzler letzte Woche noch, am letzten Freitag, von einer Stabilisierung des Wohnungsneubaus spricht. Ich war da bei der Veranstaltung, da ging ein Raunen durch den Saal. Die Unternehmen, die dort saßen, haben das ganz offensichtlich ganz anders gesehen. Und genauso ist es bei allen Experten, die sagen, die Talsohle ist noch nicht erreicht. Und deswegen ist das, was die Ampel hier macht, die Bauministerin, der Kanzler, aber auch Sie, liebe SPD und Ampelfraktionäre, Sie machen hier eine Realitätsverweigerung. Das ist das, was Sie hier machen. Und Olaf Scholz hat sich noch im Wahlkampf als Kanzler für bezahlbares Wohnen inszeniert.
Und dann hat er zu einem Baugipfel eingeladen, ins Bundeskanzleramt, viel zu spät. Aber immerhin, er hat damit das Bauen zur Chefsache gemacht. Nur was ist seitdem passiert? 14 Punkte sind dort identifiziert worden. Und das waren auch Punkte, die waren in Ordnung. Die hätten wir als Union an vielen Stellen auch mitgehen können. Aber jetzt, ein halbes Jahr später, nichts, aber auch wirklich nichts von Substanz ist bislang umgesetzt worden. Das ist die Wahrheit, das ist ein Armutszeugnis. Der Kanzler und seine Bauministerin sind grandios gescheitert. Die beiden sind die Master auf Neubaudesaster. Und es ist ja gar nicht so schwer. Die Vorschläge liegen doch auf dem Tisch. Und ganz anders, als Sie das sagen, wir haben in unserem Antrag ja viele Punkte aufgelistet. Und das Entscheidende für uns ist, die ich jetzt nicht mehr alle darstellen kann, aber das Entscheidende ist, die Baukosten zu senken. Bauen ist in Deutschland schlicht zu teuer. Und wenn sich das nicht ändert, wird in unserem Land das Wohnen irgendwann unbezahlbar. Und deswegen müssen wir die Spirale von immer strengeren und damit teuren Baustandards endlich durchbrechen. Aber was machen Sie? Was machen Sie? Nach langem, ewigen Streit haben Sie immerhin gesagt, wir werden die Neubaustandards nicht noch weiter erhöhen auf den EH40-Standard. Aber nicht irgendwie dauerhaft, sondern Sie sagen, bis zum Ende der Legislaturperiode. Das sind noch anderthalb Jahre. Sie wissen selber, Herr Dahldrup, die Linien im Bau sind lang. Die Unternehmen planen jetzt. Und Sie wissen nicht, was ab 2026 gelten wird. Und deswegen ist das keine Planungssicherheit. Sie verunsichern die Unternehmen und tragen damit maßgeblich dazu bei, dass nicht mehr gebaut wird in unserem Land. Und weil Sie nach den konkreten Vorschlägen gefragt haben, wir sagen ganz klar, wir wollen den Neubaustandard EH55 förderfähig machen. Wir haben alle Programme, wo es um Förderung geht, auf den EH40-Standard ausgerichtet, was ein extrem teurer Standard ist. Wenn Sie das bauen wollen, kostet das richtig viel Geld. Und das ist ja auch der Grund, wieso es zum Beispiel bei der Eigentumsbildung für Familien nicht vorwärts geht, weil sich das am Ende keiner leisten kann, diesen Standard. Und deswegen ist für uns ganz klar, EH55 als Neubaustandard, aber der muss eben auch gefordert werden, meine Damen und Herren. Und vielleicht noch einen letzten Punkt. Was uns wirklich nach vorne bringen würde, ist zum Beispiel der Bauturbo, den Sie selbst so genannt haben, 246e im Baugesetzbuch. Der sollte bis zum Jahresende vorliegen. Und es gibt ja auch einen Vorschlag der Bauministerin. Nur das liegt jetzt in den Fraktionen. Sie streiten sich bis aufs Blut um diesen 246e. Die Grünen leisten erheblichen Widerstand. Und Sie selbst, Herr Dahldrup, haben zahlreiche Bedenken gegen diesen Vorschlag, gegen Ihren eigenen Kanzler in der letzten Sitzung des Bauausschusses gemacht. Kommen Sie erst mal zur Einsicht, wir brauchen jetzt Neubau, und deswegen nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr und erleichtern Sie das Bauen in Deutschland, dann kommen wir hier auch weiter, meine Damen und Herren. Als nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen Christina Johanne Schröder. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gästinnen und Gäste. Wir haben jetzt einiges gehört, was schiefläuft beim Bauen und beim Wohnen. Denn darum geht es ja im Endeffekt, wenn wir bauen. Es ist so, Wohnen, das ist unser Zuhause, das ist unsere Heimat. Wir lieben unsere Wohnung, wir lieben unsere Häuser. Es ist der Ort, wo wir Ruhe finden. Es ist der Ort, an dem wir uns mit unseren Lieben treffen. Und das ist für viele Menschen in Deutschland einfach nicht so. Eine wachsende Familie findet keinen bezahlbaren Wohnraum, ein getrenntes Paar kann nicht auseinanderziehen, eine Erzieherin findet keine Wohnung nahe der Kita. Und selbst unter traumhaften Zinsbedingungen der letzten 10 Jahre, unter Milliardensubventionen zur Förderung dieses Baustandards EH55 wurden 2 Ziele nicht erreicht. Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, und bezahlbar bedeutet 30% vom Haushaltseinkommen. Das heißt, das ist für einen Auszubildenden anders als für die Chefärztin. Und das Zweite, was nicht passiert ist, es ist Ihnen, der Union, nicht annähernd gelungen, die massiven Klimaprobleme im Gebäudesektor irgendwie anzugehen. Und das, obwohl Sie dieses Klimaschutzgesetz verhandeln. Man muss mehr bauen, dann sinken die Mieten. Das war das Plädoyer der letzten Jahre. Doch das ist Quatsch. Wir bauen nämlich einfach viel zu teuer. Und wir regeln die Mietmärkte zu wenig. Das liegt übrigens nicht an dem Klimaschutzstandard. Seit 10 Jahren wird standardmäßig Effizienzhaus 55 gebaut. Ich bin überzeugt, lieber Herr Lutschatz, dass das Land der Ingenieure und Denker es wirklich schafft, Wärmepumpen zu verbauen wie der Rest der Europäischen Union. Wir brauchen einen Ruck.
Wir brauchen einen Ruck über demokratische Parteiengrenzen hinaus. Und jeder, der sich mit Baupolitik auskennt, weiß, wie verwoben die Bundespolitik mit Landespolitik und Kommunen ist. Und Sie haben die 14 Punkte genannt. Und überlegen Sie mal, was da alles drinsteht, was Sie lange nicht umgesetzt haben, einfach mit Milliarden an Steuergeldern zugeschmiert haben, was eben nicht für bezahlbaren Wohnraum gesorgt hat. Sie haben das Wachstumschancengesetz und die AFA in Geiselhaft genommen, bis zum heutigen Tag, liebe Union. Und Sie, nehmen Sie sich ein Beispiel, denn eben eine angepasste Musterbauordnung, das steht auch in den 14 Punkten, zum Beispiel an das progressive Niedersachsen, die ernsthaft beim Bau vereinfachen. Gut, fairerweise muss man sagen, in Sachsen oder in Berlin gibt es auch gute Ansätze, aber eben nicht so konsequent, da geht mehr. Dann, das klingt ein bisschen nerdy, aber ganz wichtig, die Experimentierklausel in der TA Lärm ist was ganz wichtig, um heranrückende Bebauung und veränderte Gewerbegebiete einfach als Bauflächen zu ermöglichen. Das haben Sie 10 Jahre nicht gemacht. So lange kenne ich diese Debatte und so lange mache ich Baupolitik. Wir tun das, im Sommer geht das durch den Bundesrat, außer Sie stimmen nicht zu. Gebäudeklasse E, genauso. Brauchen wir auch. Brauchen wir die Union. Brauchen wir die Union. Denn das muss eben auch in den Landesgesetzen verankert werden. Passiert eben nicht überall. Geben Sie sich einen Ruck. Sprechen Sie mit Ihren Landeskollegen. Wir als Ampel gehen mit echten Lösungen voran, weil hohe Zinsen und ein angespannter Haushalt keine Ausreden sind. Nur der Bund finanziert in den nächsten 3 Jahren, nur der Bund, 18,5 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau. Allein 2024 geben wir 3,15 Milliarden Euro aus. Das ist das Dreifache von vor 2021. Für den klimafreundlichen Neubau stellen wir erneut 762 Millionen Euro bereit. Es gibt neue Förderprogramme, Gewerbe zu Wohnen und Jung kauft alt. Und da geht es eben auch, den Gebäudebestand zu nutzen, umnutzen, umbauen und fördern. Und dann haben Sie den Bauturbo angesprochen. Wir haben da im Ausschuss darüber diskutiert und ich will ja nicht zu viel verraten, auch von der Union gab es da ein paar Bedenken. Der Bauturbo ist nämlich eigentlich ein Genehmigungsturbo und die Situation, die wir haben, ist, dass wir fast 900.000 genehmigte Bauprojekte in Deutschland haben, die einfach nicht gebaut werden. Und das ist ein tatsächliches Problem, dem wir uns widmen müssen und nicht noch mehr Bauüberhänge produzieren und nicht Satellitenstädte. Deswegen ist das, was wir als Ampel tun, sehr vernünftig, einen nicht allzu guten Entwurf zu überarbeiten. Denn das, was wir in Wirklichkeit brauchen, um die Potenziale im Bestand, um Flächen zu erschließen, ist eine absolut umfassende Novellierung des Baugesetzbuchs. Denn das mieft nach 1990. Und wir müssen mehr umnutzen, aufstocken, sanieren, schneller bauen. Es muss einfach einfacher werden. Und das geht eben nur mit den Ländern, mit der Union. Und da fehlt einfach die Kooperation. Ihren Antrag lehnen wir ab. Dankeschön. Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Marc Bernhard. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In Deutschland fehlen seit Jahren 2 Millionen bezahlbare Wohnungen. Und die Situation wird immer dramatischer. Es ist für viele Menschen in den Ballungsräumen nicht mehr möglich, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Und schon gar nicht für Familien mit Kindern. Die Hälfte aller Mieter in Großstädten muss jetzt schon über 30% ihres Einkommens für die Miete aufbringen. 26% über 40 und 12% sogar mehr als die Hälfte vom Netto. Und so ist der Traum von den eigenen 4 Wänden für viele Menschen völlig unerreichbar. Früher konnten sich Familien mit einem Einkommen ganz selbstverständlich die eigenen 4 Wände leisten. Heute ist es in den meisten Fällen nicht mehr möglich, obwohl beide in Vollzeit arbeiten. Deutschland hat mit gerade mal 42% die niedrigste Wohneigentumsquote in der EU, während der Durchschnitt in Europa bei über 70% liegt. Und der einzige Grund dafür ist Ihre unfähige Regierungspolitik.
Sie tun nämlich alles dafür, dass Bauen, Wohnen und Eigentum immer teurer und unattraktiver werden, indem Sie Steuern, Abgaben, Bauvorschriften, Auflagen und Energiekosten immer weiter in die Höhe treiben. So hat allein Ihr Dämmwahn bereits 500 Milliarden Euro verschlungen, also 24.000 Euro pro vierköpfige Familie, ohne dass es überhaupt irgendeine nennenswerte CO2-Einsparung gegeben hätte. Ihre Steuererhöhungsorgien, wie zum Beispiel die Grundsteuerreform, machen die eigenen vier Wände für viele Menschen so teuer, dass sie gezwungen sind, zu verkaufen. Habecks Heizungshammer führt zum finanziellen Ruin und damit zur faktischen Enteignung vieler Eigenheimbesitzer. Und natürlich ist dieses Problem nicht nur in den letzten zwei Jahren entstanden, sondern das Ergebnis einer verantwortungslosen Regierungspolitik. Was regen Sie sich denn so auf? Die Wahrheit tut ja ganz offensichtlich sehr weh, sondern die ist natürlich das Ergebnis einer verantwortungslosen Regierungspolitik der letzten Jahrzehnte, an der auch Sie von der Union ja maßgeblich beteiligt waren. Aber ganz offensichtlich tut Ihnen die Oppositionsbank gut. Denn Sie versuchen mit Ihrem Antrag endlich einige Fehler aus Ihrer eigenen Regierungszeit zu korrigieren. Ihr Antrag geht zwar in die richtige Richtung, aber eben leider nicht weit genug, um tatsächlich mehr Menschen in die eigenen vier Wände zu bringen und Mieten in Deutschland wieder bezahlbar zu machen, müsste man ein bisschen mehr tun. Die Deutsche Bundesbank hat festgestellt, die Hauptgründe für die extrem niedrige Wohnungseigentumsquote in Deutschland und die hohen Mieten sind die viel zu hohen Grunderwerbsteuern, die Nichtabsetzbarkeit von Bau- und Kaufkosten sowie insgesamt die viel zu hohe Steuer- und Abgabenlast. Eine AfD-Regierung wird deshalb, wie von uns heute auch beantragt, dafür sorgen, dass der Kauf von selbstgenutztem Wohneigentum völlig steuerfrei sein wird. Wir werden die Grunderwerbsteuer für die eigenen vier Wände komplett abschaffen. Wir werden dafür sorgen, dass die Bau- und Kaufkosten von der Steuer abgesetzt werden können und die Grundsteuer, die die Kosten des Wohnens jedes Jahr um 15 Milliarden Euro, also um 400 bis 500 Euro je Haushalt verteuert, völlig abschaffen. Wir werden die Menschen vor Altersarmut und Notlagen schützen, indem wir die Kosten des Wohnens radikal senken und Deutschland von einem Land der Mieter zu einem Land der Eigentümer machen. Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Daniel Föst. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, es ist wirklich physisch, bereitet mir das Schmerzen, auch psychisch, wenn ich jedes Mal nach der AfD reden muss und eigentlich meine gesamte Redezeit verbrauchen müsste, um diese ganzen Falschbehauptungen zu widerlegen. Ich weise Sie, wenn Sie hier folgen, deshalb darauf hin. Sie finden auf meinen Social-Media-Profilen Daniel Föst umfangreiche Videos zu den Mythen und den Falschbehauptungen der AfD zum Heizungsgesetz. Das war nämlich alles falsch, was hier gesagt wurde. Aber zum Thema, warum wir hier reden. Weil ich bin schon der Meinung, und da schließe ich mich der Union ja an, dass wir in einer Baukrise, in einer Wohnraumkrise sind, die Deutschland noch nicht erlebt hat. Das darf uns als Politik nicht kalt lassen, dass innerhalb von zwei Jahren die Wohnbaugenehmigungen fast um die Hälfte einbrechen. Das stimmt, das ist korrekt. Deswegen handelt die Regierung. Wir haben drei große Ansatzpunkte, die wir alle drei angehen. Wir müssen mehr bauen, völlig ohne Frage. Wohnraum, der gebraucht wird, der muss gebaut werden. Deswegen werden wir ins Baugesetzbuch gehen. 246e liegt auf dem Tisch. Würde ich mir tatsächlich ein schnelleres Verfahren wünschen. Deswegen weiten wir auch, damit mehr gebaut wird, die Förderprogramme aus. Aber was auch stimmt, wir bauen zu teuer. Wir bauen zu teuer in Deutschland.
Mittlerweile, wenn man ein komplett normales Mehrfamilienhaus baut, ohne Luxus, ohne Shishi, einfach ein ganz normales Mehrfamilienhaus, braucht man Mieten um die 17 Euro den Quadratmeter, damit das Gebäude sich irgendwann mal trägt. Und 17 Euro der Quadratmeter sind zu viel, und zwar für alle in Deutschland. Deswegen, neben dem Mehrbauen müssen wir auch günstiger bauen. Und auch das wird vorangetrieben. Wir, ja, jetzt kommen wieder diese Falschbehauptung der AfD. Ich weiß nicht, ob Sie das hören. Ich lasse es lieber weg. Die Redezeit ist zu wertvoll hier vorne. Wir müssen günstiger bauen. Deswegen fördern wir als Bundesregierung auch das industrielle, serielle Vorfertigen. Durch neue Fertigungstechniken entstehen mittlerweile Baukosten ohne Grund von um die 2.000 Euro den Quadratmeter. Damit kommt man bei Mieten wieder unter 10 Euro. Und dass wir das fördern, ist richtig. Vielen Dank, Frau Ministerin. Und ich bin heilfroh, nachdem die CDU und CSU die gesamte Bau- und Immobilienbranche und insbesondere auch die Mieterinnen und Mieter in Haftung genommen haben, indem sie die Sonderabschreibung für den Wohnungsbau verhindert haben. Ich bin heilfroh, dass wir diesen Belagerungsring durchbrochen haben. Zum günstigen Bauen. Die Sonderabschreibung, das müssen Sie sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Bernhard Daldrup hat es erwähnt. Ich muss es noch mal sagen. Wenn wir andere Abschreibungsmöglichkeiten haben, Sie können jetzt kombiniert bis zu 10% im Jahr abschreiben, dann können Sie die Kostenmiete, also das, was erwirtschaftet werden muss, damit der Bau sich rechnet, um 2,50 Euro senken. Das ist ein Wahnsinnshebel, den die Union den Mieterinnen und Mietern einfach vorenthalten hat, weil sie gerade mal Machtspielchen spielen. Also, mehr bauen, schneller bauen, günstiger bauen. Weil wir müssen den Mangel schließen, der da ist. Man kann Mangel nicht verwalten, man muss Mangel beheben. Und genau das macht diese Bundesregierung. Ich muss jetzt doch mal einige Punkte beim Unionsantrag erwähnen. Positiv erwähnen, Herr Luxak, ist schwer. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen. Also von diesen Punkten, die hier relativ willkürlich aufgeführt sind, ja, habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte, die bereits erledigt sind. Das ist ja okay, dass man als Opposition jetzt nicht sagt, Bundesregierung gut gemacht. Aber ne, wenn die Hälfte dieses Antrags, der hier als die Lösung von allem erledigt ist, dann könnte man schon sagen, na gut, ihr seid da auf einem richtigen Weg. Man muss es nicht, aber man könnte es sagen. Jedenfalls wird der Antrag dadurch noch dünner, als er eh schon ist. Und große Freude war dann, als sie die Wiedereinführung der Förderung des EH55-Standards fordern. Da haben wir ja tatsächlich gefreut. Weil ich, nur um mal aufzuklären, also insbesondere denjenigen und diejenigen, die zuhören und zuschauen, nur mal um aufzuklären, wir haben den EH55-Standard sehr, sehr großzügig gefordert. EH55 bedeutet, das neu gebaute Gebäude darf nur noch 55% der Energie eines Referenzgebäudes brauchen. Sehr, sehr großzügig gefördert. Und zwar wirklich so. Der Bund stand so da, hat jeden Carport, hat jede Aldi-Filiale, hat alles gefördert, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Das hat uns zweistellige Milliardenbeträge im Jahr gekostet. Und dann hat die Union selber, das war so ein Abschiedsgesetz der letzten Regierung, da hat die Union selber die Förderung des EH55-Standards eingeschränkt. Und damals war es Konsens wie heute zu Recht eingeschränkt. Deswegen sich jetzt hierher zu stellen und zu sagen, wir müssen den EH55-Standard wieder fordern, finde ich kurzweilig. Plus, die Union hat das gleiche Problem wie die AfD. Sie können nicht ansatzweise die Versprechungen, die sie machen, finanzieren. Weder die AfD noch die Union kann das. Und ein letzter Punkt, weil Sie zu Recht den Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer fordern. Zu Recht. Das Bundesministerium der Finanzen unter Christian Lindner verhandelt schon länger mit den Ländern, um diesen Freibetrag zu ermöglichen. Und wissen Sie, wer es verhindert? Die Bundesländer, genauso wie sie die Sonder-AFA verhindert haben. Und das ist tatsächlich eine weitere Geiselhaft, die Sie überwinden müssen. Als Nächster hat das Wort für die Bundesregierung die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Clara Geiwitz.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, als Bundesministerin will ich natürlich beim Parlament nicht beim Streiten stören. Aber ich will mich ganz kurz zusammen mit Ihnen freuen, weil gerade kam die Nachricht aus dem Bundesrat, das Wachstumschancengesetz ist durch, die AFA kommt und ich glaube, das ist eine gute Nachricht und auch Herr Lutschak darf sich richtig öffentlich freuen, weil ich weiß, er hat auch innerhalb der Union dafür geworben, dass heute der Weg freigemacht wird. Und ich habe am Anfang der Woche, da war er nicht alleine, Herr Kiesling hat auch mitgemacht, und am Anfang der Woche war ich ehrlich gesagt angesichts der Tagesordnung ein bisschen verwirrt und ich habe gedacht, die Union bringt diesen Antrag ein, dass wir jetzt kräftig dabei auch mittun sollen, die Baukrise, in der wir sind, zu überwinden. Und gleichzeitig war das Wachstumschancengesetz ja blockiert im Bundesrat. Das war so ein bisschen Text-Bildschere. Sie haben mitgeholfen, dass sich das jetzt aufgelöst hat und natürlich auch die Bundesländer. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, weil warum wird denn momentan nicht gebaut? Es wird nicht gebaut, weil es sich schlicht und ergreifend nicht rentiert hat. Neben den hohen Baukosten, die wir besprochen haben, sind die Kapitalkosten in die Höhe geschnellt durch den Zinssprung. Und es wird natürlich erst dann wieder gebaut, wenn wir auch die Renditewende geschafft haben. Wenn es sich lohnt, auch mit Neubau wieder Geld zu verdienen. Das ist der überwiegende Teil in Deutschland, der in den Bauauftrag geht. Das sind Leute, die ihr Geld bewusst in Immobilien investieren, weil sie damit mehr Geld verdienen als verlieren und weil sie damit mehr Geld verdienen als mit dem Sparbuch. Und diese Renditewende müssen wir wieder schaffen, damit der frei finanzierte Wohnungsbau wieder in Gang kommt. Und da auch noch mal mein Plädoyer. Das war auch der Grund, warum ich als sozialdemokratische Bauministerin gesagt habe, wir brauchen eine Steuersenkung für den frei finanzierten Wohnungsbau. Die Union hat das seit letztem Oktober immerhin aufgehalten. Jetzt sind wir da durch. Und damit es jeder auch noch mal klar sieht, was wir jetzt geschafft haben. Es ist eine 6 Jahre lange AFA, 5%, und zwar ab EH 55, Herr Lutschak, ab EH 55 und rückwirkend ab letzten Oktober. Und was noch dazu kommt, ohne jegliche Baukostenobergrenze und kombinierbar mit den schon vorhandenen Abschreibungsmöglichkeiten. Und ich weiß, Herr Herbst sieht so ein bisschen aus, als hätte er schon den Taschenrechner angeworfen, dass ganz viele Projektentwickler jetzt wieder den Taschenrechner in die Hand nehmen werden und feststellen, es lohnt sich wieder für sie zu bauen. Und das war das, was wir erreichen wollten mit dieser AFA. Und in dieser Debatte wurde es schon mehrfach erwähnt, wir haben einen riesigen Bauüberhang. Wir haben über 800.000 genehmigte Objekte, die noch nicht angefangen sind. Und deswegen haben wir das allererste Mal bei der Ausgestaltung dieser Abschreibung nicht gesagt, es gilt der Antrag des Bauantrages. Das wäre dann nur für alle neuen Projekte eine Erleichterung gewesen, sondern es gilt der Zeitpunkt des Baubeginns. Das heißt, alle alten Bauanträge, die jetzt begonnen werden, profitieren von dieser Steuersenkung. Wir sehen gleichzeitig natürlich auch andere Punkte, die uns positiv stimmen. Die Baupreise gehen zurück, die Inflation geht zurück. Und ich habe natürlich auch die Debatte zu den Zinsentwicklungen gesehen, die derzeit in der Branche geführt wird. Auch da sind Zeichen der Hoffnung zu erwarten. Auch ich verschweige nicht, die Lage ist ernst. Die neuen Bauanträge gehen massiv runter. Das heißt, wir müssen auch staatliche Nachfrage hier für die Stabilisierung der Bauwirtschaft einsetzen. Das tut insbesondere auch der Kollege Volker Wissing. So viele Milliarden, die wir jetzt investieren in den Bereich Schiene, aber auch in den Bereich von Brücken, von Autobahninfrastruktur, das führt dazu, dass wir unsere Infrastruktur modernisieren, dass wir die Fläche erschließen mit SBNV, aber vor allen Dingen, dass wir natürlich auch Nachfrage im Bereich des Tiefbaus schaffen. Und des Weiteren kommen die Milliarden schon erwähnt für den sozialen Wohnungsbau. Und wir arbeiten alle zusammen am Gebäudetyp E. Wie Sie wissen, wir müssen da das Vertragsrecht ändern. Und ich bin dem Parlament ausgesprochen dankbar, dass wir auch jetzt
eine große Baustelle, nämlich die Zukunft des Bauens, CO2-sparendes Bauen angehen mit dem entsprechenden Bundesforschungszentrum. Denn in den letzten Jahrzehnten wurde viel zu wenig Forschung investiert in diesen Bereich, der für die Volkswirtschaft so wichtig ist. Über 50% aller Investitionen in Deutschland sind Bauinvestitionen, aber der natürlich auch für das CO2-Einsparen so unglaublich wichtig ist wie der Baubereich. Herzlichen Dank und heute können wir uns freuen. Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Michael Kiesling. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! In der Baukrise versagt momentan die aktuelle Bundesregierung. Es ist zwar schön, Frau Ministerin, dass Sie heute den Begriff Rendite mal in den Mund nehmen und das in Verbindung mit dem Bau, was bei Ihrer Koalition auch immer selbstverständlich ist, dass man damit auch Geld verdienen muss, dass sich Bauen und Wohnraum schaffen auch wieder lohnt. Sie sind Champions League im Bereich der Situationsbeschreibung, Sie sind meisterhaft in der Ankündigung, aber Sie sind in der Umsetzung nicht mal C-klassenfähig, meine Damen und Herren. Wir haben einen dramatischen Einbruch in den Baugenehmigungen, und zwar überproportional zum europäischen Durchschnitt, haben wir heute schon gehört. 17.000 Baugenehmigungen weniger im Januar 2022, gegenüber 2022. Der Trend setzt sich fort. Und dann, ich kann es auch nicht fassen, Jan-Marco Lutschak hat es heute angesprochen, die Aussage des Kanzlers beim zentralen Deutschen Baugewerbeverband, wo er sagt, der Wohnungsbau stabilisiert sich. Entweder ist es ignorant oder der Kanzler betrachtet eine Stabilisierung auf einem inakzeptablen, niedrigen Niveau und will das als Erfolg verkaufen, meine Damen und meine Herren. Frau Ministerin, Sie haben gesagt, das sagt auch der Herr Daltrup, war es europäischer Vergleich. Ja, in Europa sind die Zahlen nach unten gegangen. In Deutschland sind die Baukosten, die Gestehungskosten massiv nach oben gegangen. Wir sind die teuersten in Europa mit, ich habe es mir aufgeschrieben, 5.150 Euro Gestehungskosten. Österreich im Vergleich 3.030 Euro Gestehungskosten. Meine Damen und Herren, das ist hausgemacht, dieses Problem, und daran müssen wir handeln. Und der Teil, der eine Teil, dass die Zinsen schuld sind, dass die Materialkosten schuld sind, dass die Baukosten so hoch sind, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist Ihre Politik, und zwar die überregulierende Politik von Ihnen. Nämlich, Sie haben zu hohe energetische Standards, explodierende Strompreise, die wir auch in der Produktion vom Bau brauchen, durch die Abschaltung der AKWs, und die erhöhten Transportkosten durch Ihre Mauterhöhung, was natürlich auch den Bau zu belasten führt, meine Damen und Herren. Das sind Ursachen, die Sie verursacht haben. Das können Sie als Regierung, Koalition sofort mit Ihrer Mehrheit auch wieder ändern. Und das hat auch Auswirkungen direkt auf das Bauen. Der Wohngipfel, halbes Jahr her. Wo bleibt die Umsetzung? Wo bleibt der Paragraph 246e? Die Einführung scheitert an den Grünen. Wo bleibt der Gebäudetyp E? Sie wollten keinen Termin nennen, wann es kommen kommt. Wo bleibt die groß angekündigte Baugesetznovelle, dass wieder gebaut wird? Wo bleiben die Förderprogramme Jung kauft halt? Angekündigt, soll Mitte des Jahres kommen. Gewerbe zu wohnen, tolle Idee, steckt in der Konzeptionsphase. Was ist mit der TA Lärm? Diskutieren wir schon lang. Kommt nichts. Besorgniserregend Ihre Prognose zum klimafreundlichen Neubauprogramm, dass das vielleicht bis zum Jahresende nicht ausreichen kann. Mittelaufstockung? Eher unwahrscheinlich. Wo bleibt die Planbarkeit, wo bleibt die Verlässlichkeit, meine Damen und Herren? Und sorgen Sie dafür, dass es zu keiner Mehrbelastung kommt. Und, lieber Herr Daltrup, die Mehr von unserer Kommissionspräsidentin, dass Sie schuld sei für die Verschärfung der Gebäude-Energieeffizienzkonferenz. Wer hat denn letztendlich die Verantwortung getragen als Kommissare? Es war Herr Timmermans und die linksliberale Thompson, meine Damen und Herren. Wer hat sich von der Bundesregierung dafür eingesetzt, dass weiter verschärft wird? War Minister Habeck, meine Damen und Herren. Und wer hat im Parlament entsprechend für die Erhöhung beigetragen? Das war die linksgrüne Mehrheit im Parlament, im Europäischen, meine Damen und Herren. Und Sie sind sicherlich bewusst, dass es 27 Kommissare gibt und nur 8 von der EFB und dies durch die Mehrheit entsprechend beschlossen wird. Also diese Mehr, dass nur die
unsere Präsidentin schuld sein, kann nicht sein. Deshalb brauchen wir steuerliche Anreize, um wieder zum Bauen zu kommen. Wir müssen Standards nivellieren und wir brauchen verlässliche Wohnungsförderangebote, sodass wir den Wohnungsbau ankurbeln, den Kapazitätsabbau stoppen und bezahlbare Mieten und Eigentumserwerb wieder ermöglichen, meine Damen und Herren. Als nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen Kassem Taher Saleh. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir alle teilen ja das Ziel von einem bezahlbaren Wohnraum und einer funktionierenden Baubranche, einer der wichtigsten Wirtschaftssektoren in unserem Land. Doch während die Union in ihrem Antrag kurzfristig das Feuer löschen will, setzen wir als Koalition auf langfristige Lösungen, um uns nicht in 10 Jahren vor noch teureren Flächenbränden wiederzufinden. Jetzt, meine Damen und Herren, den Kopf in den Sand zu stecken und bis 2027 keine neuen Vorschriften mehr zu erlassen, wie Sie in Ihrem Antrag fordern, das ist wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Wahnsinn. Was die Branche braucht, das bekomme ich in ganz vielen Gesprächen mit, ist Planungssicherheit und niedrige Zinsen. Das höre ich ganz oft in meinen Gesprächen mit Handwerkerinnen, Bauunternehmen und Bauvolumen in Sachsen und in der gesamten Bundesrepublik. Es ist davon auszugehen, dass die EZB im Sommer die Zinsen senken wird. Das sehen wir aktuell schon an den Kapitalmärkten. Ja, meine Damen und Herren, der Wohnungsmarkt und die Baubranche stecken in einer dramatischen Lage. Dass zum Beispiel einer Rentnerin im Jahr 2022 8.000 Euro Heizkosten nachzahlen sollte oder dass die Dresdner Wohnungsbaugesellschaft einen Baustopp von knapp 140 Wohnungen verkündete, ja, meine Damen und Herren, das nehmen wir ernst. Das zeigt uns aber auch, dass wir so nicht weitermachen können. Denn um die Krise nachhaltig zu lösen, dürfen wir nicht nur die aktuellen Preissteigerungen betrachten. Sie, liebe Union, wollen in Ihrem Antrag, ich zitiere, die beschlossene Novellierung des Heizungsgesetzes zurücknehmen. Und das, meine Damen und Herren, käme uns sehr teuer zu stehen. Denn Sie ignorieren komplett die volkswirtschaftlichen Gesamtkosten. Aber langfristig zu denken, liebe Union, war ja noch nie Ihre Stärke. Sonst kämen wir in Ihre Gießkannenpolitik nicht voran. Auf der EU-Ebene sorgt mit klugen Instrumenten dafür, dass fossile Preise kontinuierlich steigen, mit dem CO2-Preis oder dem Emissionshandel. Wenn wir dies nicht national umsetzen und uns national in der Bundesrepublik nicht vorbereiten, kämen Strafzahlungen von 45 bis 90 Milliarden Euro auf uns zu. Und liebe Union, wenn Sie sich zu Europa bekennen, dann müssen Sie sich auch zu den europäischen Zielen und zu den europäischen Entscheidungen bekennen. Das gehört zur Realität auch dazu. Sie, liebe Union, nutzen die aktuelle Baukrise als Argument für Ihre Stimmungsmache und nehmen damit die dramatische Lage nicht ernst. Mit einem Fokus auf Bestand und Sanierung setzen wir auch die Baubranche auf die Zukunft voran und bringen sie zukünftig voran. Vielen Dank. Als nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Roger Bekamp. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Wohnungsbaukrise, Baukostenkrise, Insolvenzkrise, überall nur Krise, wenn man den schlecht gelaunten Antrag der CDU liest zur Lage der Bauwirtschaft und des Wohnungsmarktes. Und dabei ist doch alles ganz anders, zumindest wenn man das Ganze aus einem rot-grünen Winkel betrachtet. Denn dann ist man dem großen Ziel der CO2-Neutralität wieder ein Stück näher gekommen. Ein weiterer Schritt ist getan, und diesmal ist die Regierung eben dabei, die Bauwirtschaft zu erledigen. Die Industrie ist schon einigermaßen angeschlagen, den Rest kriegt man auch noch klein. Die Landwirtschaft hat eins draufgekriegt, viele Bauern werden aufgeben müssen, also keine stinkenden Dieseltraktoren mehr und keine Methankühe. Und nun wird eben die Bauwirtschaft von dieser Regierung
klimagerecht angepasst, also massiv in die Insolvenz getrieben. Um es mit Robert Habeck zu sagen, die Bauunternehmen sind nicht bankrott, sie bauen nur eben nicht mehr. Ein weiterer Wirtschaftszweig wird nachhaltig zerstört und damit der Wohlstand von Generationen. Es läuft also alles nach Plan bei der Ampel, meine Damen und Herren. Das haben die meisten Redner bisher wohl verkannt. Und Frau Ministerin, wenn Sie davon sprechen, dass die Sonderabschreibung kommt, dann ist es in der Tat eine gute Nachricht, ein kleiner Lichtstreif am Firmament. Aber es ist ja nur ein Lichtstreif an einem dunklen Himmel, der sich eingetrübt hat aufgrund der rot-grünen Politik der letzten Jahre. Und die FDP schaut immer nur leise zu und hat Angst, das Wort zu erheben, weil sie sonst die Koalition platzen lassen müsste. Denn das ist so und es bleibt so. Das größte Risiko für eine funktionierende Bauwirtschaft, so viel für bezahlbaren und ausreichenden Wohnraum in diesem Land, ist diese Regierung, meine Damen und Herren. Konkret liegt es am Hin und Her bei Regelungen und Förderungen. Es liegt an absurden Klimaauflagen. Es liegt an staatlich veranlassten steigenden Arbeitskosten und Materialkosten. Es liegt an der grünen Inflation. Es liegt an Milliarden, die ins Ausland verschenkt werden, anstatt sie für die Menschen im eigenen Land zu verwenden. Es liegt an einem linksgrünen, nimmersatten Staat, der überall für seine inländerfeindlichen Projekte abkassiert. Und gleichzeitig sind die Fachkräfte der Bundesregierung die größten Baukrisenursachenleugner und Insolvenztreiber. Die Damen und Herren auf der Regierungsbank sind die Krise in Person. Denn niemand, wirklich niemand auf diesem Planeten baut eine Immobilie, um sie dann weit unter Wert zu vermieten oder sie nur zu Preisen zu vermieten, die sich eben keiner leisten kann. Es gibt eine unumstößliche Wahrheit, vielleicht nicht für die Grünen und für die Roten, aber eine gibt es für den Rest der Welt. Diese lautet, einer muss es immer bezahlen. Und derzeit heißt das eben, angesichts der Baukosten, entweder Mieter zahlen 20 Euro netto kalt oder die Steuerzahler subventionieren den Neubau mit Fantastilliarden von ihrem Einkommen. Oder, naja, und da sind wir eben gerade, es wird eben nicht mehr gebaut. Ich grüße Sie alle sehr herzlich und gebe das Wort dem Kollegen Friedhelm Boginski für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Baukrise ist da, nicht nur in Deutschland, sondern, das haben wir heute schon sehr oft gehört, europaweit. Und das hat nicht nur mit lokalen, sondern auch mit geopolitischen, wirtschaftlichen Zusammenhängen zu tun. Kostendruck auf Baumaterialien, Energie, fehlendes Fachpersonal, steigende Zinsen und unwägbare Zukunftsaussicht drücken die Stimmung und bremsen die Baubranche aus. So komplex die Problemlage ist, so umfassend wird notwendig sein, hierauf zu reagieren. Zu tun ist folglich Folgendes. Sowohl die kommunale Wohnlandbereitstellung als auch Neubaugenehmigungen müssen jetzt schneller und effizienter werden, bevor am Wohnungsmarkt Änderungen erreicht werden können. Verwaltungen in Ländern und Kommunen sind nur aufgefordert, pragmatische und schnelle Lösungsmöglichkeiten für die herannahenden Probleme zu schaffen. Und vergessen wir nicht, jede einzelne Position und alle beteiligten Akteure unserer föderalen Verwaltungsstruktur für ihre Arbeitsunterstützung brauchen Koordination. An all diesen Stellen muss das Bewusstsein für den Krisenmodus geschärft werden, um schneller den einzelnen Problemen begegnen zu können. Das betrifft die gesamte Bandbreite der öffentlichen Verwaltung, aber auch angesprochen sind natürlich auch, Frau Geiwitz, das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, welches ja die zentrale Rolle bei der Beschleunigung des Baugeschehens in Deutschland spielt. Viele weitere Ministerien, Behörden und Verwaltungen auf Bundes- und Landesebene, die auch ihren Anteil leisten müssen. Und wichtig sind die Kommunen. Sie müssen Baugenehmigungen erteilen, sie müssen Baugebiete erschließen und sie müssen auch Bauaufträge vergeben, denn das ist ein großer Motor für die Baubranche insgesamt. Aber auch, und das sollten wir nicht verschweigen, die Verbände der Bauwirtschaft, der Kammern und Architekten und Ingenieure, die Umweltverbände und die Bürgerinitiativen sind gefragt, wenn es darum geht, pragmatische und schnell tragbare Lösungen zu finden. Die Zusammenarbeit zwischen all diesen Beteiligten ist notwendig, um die komplexen Herausforderungen im Bauwesen zu bewältigen. Und zu den wichtigsten Maßnahmen
von denen wir bereits auf dem guten Weg sind, die zur Beschleunigung des Baugeschehens beitragen werden, gehören für mich die Digitalisierung. Das ist das A und O in den Bauverwaltungen, nicht nur auf Bundesebene, sondern vor allen Dingen auf kommunaler und Landesebene. Die Vereinfachung der Bauvorschriften, die Verbesserung der Planungs- und Genehmigungsverfahren, natürlich Schaffen von mehr Bauland und die Qualifizierung der Fachkräfte im Bauwesen und natürlich auch, und da freue ich mich heute sehr darüber, die Fragen der Förderung für das Neubauen, das spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und die Bundesregierung hat mit der nationalen Baustrategie das Ziel gesetzt und die Rahmenbedingungen für das Bauwesen sind verbessert in Deutschland. Und so denke ich einfach, dass wir jetzt den Berg besser erreichen werden und froh in die Zukunft schauen können. Herzlichen Dank. Der Kollege Brian Nichols hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind uns einig, Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit. Und es ist auch unbestritten, dass es mehr Wohnraum braucht, dass es bedarfsgerechteren Wohnraum braucht und dass er bezahlbar sein muss. Dieser Konsens besteht. Insofern hätte ich eine gänzlich andere Debatte erwartet, etwas mehr so, wie wir sie im Ausschuss geführt haben, wo Herr Lutschak auch noch in der Lage war, die Ministerin für die gute Arbeit zu loben, ausdrücklich beispielsweise. Schade, dass er das heute bei seiner Rede nicht getan hat. Ich stimme aber den Kollegen Föst ausdrücklich zu. Ein Teil des Antrags liest sich wie ein verstecktes Kompliment an die Regierung. Deswegen vielen herzlichen Dank. Und auch bei Herrn Kiesling, und wahrscheinlich wird Frau König gleich in die gleiche Kerbe schlagen, die Baukrise weiter herbeireden, als dass wir zusammen uns unterhaken, um sie zusammen auch zu lösen. Ich möchte nur einfach mal daran erinnern, und das müssten wir doch auch unstrittig stellen. Es ist nicht nur der Bund alleine, sondern die Länder und die Kommunen, wir müssen das zusammen lösen. Und ich brauche Sie ja nicht daran erinnern, dass Sie in 9 Bundesländern Selbstregierungsverantwortung haben. Und ich will nicht aufzählen, wie viele Kommunen Sie Verantwortung tragen. Und das muss doch zusammengehen. Und deswegen lassen Sie uns doch hier über eine ehrliche Zusammenarbeit reden und nicht immer wieder dieses Spiel spielen, wer hat die meiste Schuld an der Baukrise. Dann zeigen wir hier immer nur gegenseitig auf uns selber. Die ganz rechts außen lachen sich ins Fäustchen, weil wir ihre Arbeit tun. Das ist doch nicht hilfreich. Und das erwarten die Menschen von uns nicht. Im Sommer sagen Sie noch, es geht viel zu schnell mit dem Gebäudeenergiegesetz. Heute sagen Sie, es geht mit anderen Dingen nicht schnell genug, aber das sollen wir wieder zurücknehmen. Gleichzeitig sagen Sie, wir sollen nicht für weitere Verunsicherung sorgen, wollen aber selber die Spielregeln auf dem Wohnungsmarkt immer wieder neu mischen. Das passt da nicht zusammen. Was auch wichtig ist, und es wurden viele Programme schon genannt, deswegen will ich das nicht wiederholen, aber ich möchte noch mal ganz deutlich machen, das serielle und modulare Bauen, es ist nicht die Platte 2.0, wir haben es im Bundesbau auch selber bewiesen, es können ansehnliche, qualitativ hochwertige Gebäude sein. Wir sparen uns aber eben Fertigungszeit, wir nutzen technische Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stellen, um dann gut und schnell zu bauen und das auch bezahlbar. Möchten Sie die Zwischenfrage aus der AfD zulassen, Herr Kollege? Nein, danke schön. Bitte schön. Die Bundesstiftung Bauakademie hat hier zum Beispiel gute Plattformen organisiert, um mit der Praxis gemeinsam eben auch zu sprechen, wie man das weiterentwickelt. Eben nicht nur Politik spricht untereinander, sondern wir reden mit den Praktikerinnen und Praktikern, weil das hilft, am Ende diese Baukrise zu überwinden. Bauen allein reicht aber nicht. Das ist wie in der Kneipe. Auf einem Bein kann man schlecht stehen. Es braucht auch eine aktive Mietenpolitik. Also wir wissen alle, dass wir im Mietrecht noch einiges tun müssen. Wir wissen, dass eben über 60% in Deutschland zur Miete wohnen. Und das ist auch nichts Schlimmes. Wir sollten also die Debatte mit Respekt führen. Und wir sollten eben schauen, dass jeder die Wohnung bekommt, die er und sie benötigt. Und wir müssen auch an die Menschen denken, die aktuell noch keine Wohnung haben. Eine Frage, die sich mir stellt, wenn ich noch mal in Ihren Antrag schaue, da sind viele Forderungen nach mehr Geld drin. Jetzt haben wir den Etat auch schon im Vergleich zu 2021 im Bauministerium verdoppelt. Ich frage mich, wo soll das alles herkommen? Also ich lade Sie sehr herzlich ein. Wir können gerne über eine Reform der Schuldenbremse reden, weil zur Generationsgerechtigkeit gehört doch auch, dass wir den Menschen keine...
Wir dann setz dich da rüber und red mit denen über die Schuldenbremse, aber nicht mit uns. Danke, Daniel. Danke, Daniel. Also, Generationsgerechtigkeit bedeutet für mich eben der kommenden Generation auch vernünftige Infrastruktur zu hinterlassen. Und bleib doch mal cool, Daniel. Ich habe dich doch auch ausreden lassen. Ich habe dich sogar gelobt. Also, bitte. Wenn ich jetzt noch mal meinen letzten Satz zu Ende bringen darf, geht es eben auch um den kommunalen Altschuldenfonds. Auch das ist wichtig, weil der Flaschenhals ist, wie mein Kollege aus der FDP-Fraktion vorher auch schon angesprochen hat, alle Anträge, ob digital oder analog, müssen durch die Bauverwaltung vor Ort. Deswegen müssen wir die Kommunen auch stärken und bei ihrer Aufgabe unterstützen. Herzlichen Dank. Und Daniel, das nächste Bier geht auf mich. Ich werde den Wunsch nach einer Kurzintervention von Herrn Beckham nicht zulassen. Er hatte die Gelegenheit zu reden und war nicht persönlich angesprochen. Und deswegen gebe ich Anne König für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Lage am Wohnungsmarkt so schlecht wie nie. Stimmung im Wohnungsbau erreicht neuen Tiefstand. Ampel kann sich trotz akuter Baukrise nicht auf Maßnahmen einigen. Die Negativschlagzeilen über die Baukrise in Deutschland reißen nicht ab. Aber die Hilferufe verhallen bei Ihnen ungehört. Vor 6 Monaten haben Sie stolz Ihren 14-Punkte-Maßnahmenplan beim Bündnis für bezahlbaren Wohnraum präsentiert. Schon damals ein recyceltes Papier aus alten, aber nicht umgesetzten Ideen. Und dabei ist es leider auch größtenteils geblieben. Auch in den letzten 6 Monaten wurde kaum etwas umgesetzt. Der Abwärtstrend in der Baubranche geht stattdessen ungebremst weiter. Und die Zahlen kann man nicht beschönigen. Wenn die Bauministerin oder der Bundeskanzler davon fabulieren, es gehe bei der Baukrise nur um psychologische Probleme oder um eine Marktbereinigung, dann ist das ein Schlag ins Gesicht für unsere Bauunternehmerinnen und Bauunternehmer und für alle Bauwilligen in diesem Land. Die hatten bisher nur befürchtet, sie würden die Probleme der Bauwirtschaft ignorieren. Jetzt wissen sie es mit Sicherheit. Sie sind als Fortschrittskoalition gestartet und landen als Ankündigungsampel. Ihre Politik ist große Ziele formulieren, Standards hochschrauben, Bürokratie ausweiten und gleichzeitig bewährte Förderprogramme abschaffen. Und dann wundern Sie sich, dass in Deutschland nicht mehr gebaut wird. Wir haben Ihnen als Union bereits vor einem halben Jahr einen Antrag vorgelegt, der einen Weg aufzeigt, der Wohnen und Bauen wieder bezahlbar macht. Als Union setzen wir auf steuerliche Hilfen, Kostensenkungen und verlässliche Förderprogramme, die nicht länger an den Bedürfnissen der Bauwilligen vorbeigehen. Im Februar hat sich die Ampel allen Ernstes dafür gefeiert, dass man wieder Förderanträge für den klimafreundlichen Neubau stellen kann. Dabei war es doch erst Ihr Haushaltschaos, das zu einem erneuten Förderstopp geführt hat. Und es war der dritte in dieser Wahlperiode. Und das vierte Förderchaos ist schon abzusehen. Sie stellen für 2024 keinen Cent mehr Fördermittel beim klimafreundlichen Neubau bereit wie 2023. Und die haben ja schon letztes Jahr nicht ausgereicht. Sie weigern sich außerdem beharrlich, zumindest vorübergehend, den Effizienzstandard EH 55 wieder förderfähig zu machen. Dabei ist doch klar, wenn die energetischen Anforderungen steigen, dann treibt der Staat die Baukosten weiter in die Höhe. Und Herr Föß, Sie haben das ja im Dezember 2021 sogar noch gefordert, die Verlängerung von EH 55, weil die Branche Planungssicherheit braucht. Und ich sage Ihnen, EH 55 für den Klimaschutz ist mehr wert, als wenn gar keiner auf geförderten EH 40 zugreift. Im Übrigen, Frau Ministerin, Ihre Programme klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment Jung kauft alt und Gewerbe zu wohnen sind bisher allesamt nichts weiter als Ankündigungen. Ihre Kraft reicht gerade noch für ein paar Überschriften, bei brauchbaren Inhalten Fehlanzeige. Und wir bräuchten jetzt dringend mal konkrete und praxisgerechte Förderbedingungen. Denn viel zu lange hat die Bundesregierung den Erwerb im Bestand völlig vernachlässigt. Lassen Sie es sich gesagt sein, einmal machen ist besser als dreimal ankündigen.
Machen Sie endlich eine Bau- und Wohnungspolitik, bei der auch der Erwerb von Wohneigentum im Fokus steht. Und das ist nicht nur, und das eben nicht nur für Großverdiener. Und hören Sie auf damit, Hoffnung zu erwecken, nur um diese am Ende wieder zu enttäuschen. Ihre Politik baut keine Häuser, sondern stapelt nur negative Schlagzeilen aufeinander. Hanna Steinmüller hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger! Frau Geiwitz, Sie haben im Ausschuss am Mittwoch gesagt, der Wohnungsbau, der sei keine flinke Gazelle. Und das stimmt. Wenn man sich das vorstellt, wenn Sie jetzt ein Haus oder eine Wohnung kaufen müssen, dann müssen Sie das Grundstück kaufen, Sie müssen die Architektinnen und Architekten beauftragen, das Ganze muss genehmigt werden, dann muss es gebaut werden. Das heißt, es dauert eine ganze Weile, bis Sie am Ende den Schlüssel für Ihre Wohnung oder Ihr Haus in der Hand haben. Und es stimmt. Der Wohnungsbau ist nicht nur keine flinke Gazelle, er ist wahrscheinlich sogar eher ein scheues Reh. Die Veränderungen in den letzten Jahren, die explodierenden Baukosten, die Zinsentwicklung, die haben einfach zu viel Unsicherheit geführt. Und ich glaube, es ist wichtig, das wurde hier ja auch häufiger gesagt, das einfach anzuerkennen. Wir sind gerade in einer schwierigen Situation. Und wir haben ja auch schon beschrieben von verschiedenen Menschen hier in der Debatte, zum Beispiel von Christina Johannes Schröder, was wir dagegen tun, wie viele Förderprogramme es gibt. Ich würde vielleicht noch eine Sache ergänzen. Wenn wir sagen, das wurde hier ja auch häufiger gesagt, wir wollen was für die Eigentümerinnen und Eigentümer machen, dann müssen wir auch was machen gegen Bauträgerinsolvenzen, wo Menschen ihr Erspartes investieren für eine Eigentumswohnung und dann auf den Kosten sitzen bleiben, wenn der Bauträger insolvent wird. Da braucht es eine Änderung im Bauvertragsrecht. Dazu haben Sie noch nichts geschrieben, aber ich glaube, das sollten wir noch mal aufgreifen. Wenn wir aber im Bild von diesem kleinen Zoo bleiben mit der flinken Gazelle, dann glaube ich, müssen wir auch über den rosa Elefanten sprechen. Das sind die Bestandsbauten. 43 Millionen Gebäude in Deutschland bestehen schon und Wohnungen. Und hier spielt die Musik. Sie haben Ihren Antrag genannt, jetzt wirksame Maßnahmen für bezahlbares Bauen und Wohnen, und haben dann fast ausschließlich wieder nur über den Neubau gesprochen. Ganz kurz kam gerade Junkhoff alt, das habe ich gehört, aber ansonsten fokussieren wir komplett auf den Neubau. Und das ist falsch. Wir müssen auch auf den Bestand gucken. Deswegen gibt es Sanierungsförderung. Deswegen gibt es Jungkauf alt, Umbau, Gewerbe. Das Personal, das gerade im Neubau vielleicht nicht so dringend benötigt wird, brauchen wir ganz dringend in der Umbauförderung. Und wir brauchen auch Änderungen im Mietrecht. Und wir sollten uns da nicht ablenken lassen, indem wir immer nur über den Neubau sprechen, sondern gemeinsam überlegen, was wir auch im Bestand tun können. Und auch das ist heute ja schon ein paar Mal gefallen. Wir sollten auch nicht vergessen, Wohnungsbau liegt bei den Bundesländern. Das ist im Grundgesetz so geregelt. Und von daher, glaube ich, ist es einfach die Einladung, dass hier jeder seine Hausaufgaben machen muss. In wie vielen Landesregierungen Sie beteiligt sind, wurde hier schon heute mehrfach referiert. Aber ich glaube, da können wir gemeinsam was tun, denn es ist schwer auf dem Wohnungsmarkt. Aber ich glaube, gemeinsam können wir was dafür tun, dass zumindest aus dem scheuen Reh wieder eine flinkere Gazelle wird und im Wohnungsbau wieder mehr passiert. Vielen Dank. Für die Gruppe der Linken hat jetzt Karin Ley das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Baukrise ist ein ernstzunehmendes Thema, denn sie wird die Wohnungskrise noch verschärfen. Schon lange gibt es einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Es fehlen alleine 900.000 Sozialwohnungen akut. Da sind Wohnungen für Durchschnittsverdiener noch nicht mit eingerechnet. Wer in einer deutschen Metropole eine bezahlbare Wohnung findet, der darf sich freuen wie bei einem Lottogewinn. Die Bundesregierung wollte 100.000 Sozialwohnungen bauen im Jahr. Also wenn Sie das bis zum Ende der Legislatur schaffen, dann können Sie sich glücklich schätzen.
Was also tun? Der Vorschlag der Union, eine Sonderabschreibung für Sozialwohnungen einzuführen, geht aus unserer Sicht in die richtige Richtung, als einer der wenigen Punkte in Ihrem Antrag. Ja, es ist jedenfalls deutlich besser als eine allgemeine Sonderabschreibung von 6% auf alle Neubauten, auch wenn am Ende damit ein Luxusloft finanziert wird. Das ist doch absurd, meine Damen und Herren. Denn es wurde nicht nur zu wenig gebaut, es wurde vor allen Dingen auch das Falsche gebaut. Nämlich nicht das, was gebraucht wird, sondern das, was die meiste Rendite bringt. Schon vor Jahren waren überhaupt nur 10% aller neu gebauten Wohnungen in deutschen Großstädten für DurchschnittsverdienerInnen leistbar. Und bei den derzeitigen teuren Neubaupreisen und den teuren Kreditkosten ist es nahezu unmöglich, bezahlbaren Wohnraum zu bauen. Wir müssen also endlich umsteuern, weg von Fördern, Bauen, egal was, hin zu einem Fördersystem für bezahlbare Wohnungen. Und das, was Sie vorschlagen, Steuererleichterungen, Abschreibungsmöglichkeiten, ja, das wollen wir als Linke alles. Aber natürlich nur für den gemeinnützigen Wohnungsbau und nicht für Miethaie und Profitgeier, meine Damen und Herren. Wir wollen, dass die Städte selbst und die Genossenschaften, die sozialen Träger wieder bauen. Wir wollen bauen wie in Wien. Wir Fachleute nennen das Wohnungsgemeinnützigkeit. Doch statt die Baukrise zu nutzen, um genau diese wieder einzuführen, wie es im Koalitionsvertrag auch steht, produziert man hinter verschlossenen Türen Papiertiger. Passiert ist leider nichts. Ganz so, als hätte man nicht mitbekommen, dass wir eine akute Wohnungskrise haben. Wir müssen da rein 50 Milliarden Euro investieren. Das fordern die Verbände und nicht 11 Milliarden, wie es die Bundesregierung tut. Damit kommt man nicht weit. Auch der Bund könnte mehr tun. Der Bund hat im letzten Jahr gerade einmal 68 Wohnungen neu gebaut. Also das sind 4 für jedes Bundesland. Das ist doch wirklich lächerlich, meine Damen und Herren. Die teuren Neubaupreise zeigen aber auch, und das ist ja genau der Denkfehler der Union, dass Bauen alleine nicht die Antwort ist. Wir brauchen endlich eine Deckelung der Bestandsmieten. Wir brauchen einen bundesweiten Mietenstopp. Und das soziale Mietrecht, das muss auf den Tisch und darf nicht in der Schublade des Bundesjustizministers verkommen. Vielen Dank. Das Wort hat Ulrich Lange für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie wertvoll und wichtig unser Antrag ist und wie gut wir hier als Opposition vorgelegt haben, konnten wir heute Vormittag sehen, als sich der Kollege Nichols und der Kollege Föst ganz koalitionär einig waren, wie sie es beide nicht wollen und nicht können. Und die Kollegin Schröder von den Grünen hat noch dazu gesagt, es geht nur mit der Union. Ja, liebe Kollegin Schröder, ich wusste gar nicht, dass die Grünen inzwischen bei uns betteln, damit sie bei uns mitmachen dürfen. Ich glaube, die Debatte hat heute das ganze Chaos ihrer Koalition offengelegt. Und wenn der Kollege Dahldrup Horst Seehofer anspricht, da meint er die erfolgreiche Bilanz von über 300.000 gebauten Wohnungen im Gegensatz zur Vorgängerin der Barbara Hendricks, wo wir von deutlich weniger gekommen sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so kommen wir nicht ans Ziel. Siehe auch die Debatte über die AFA. Ich wusste gar nicht, dass Weil ein Ministerpräsident der CDU ist, oder Woidke ein Ministerpräsident der CDU ist. Also beim Thema Vermittlungsausschuss anrufen, sollten hier bitte alle vor ihrer Tür kehren. Wir haben die AFA, wir haben eine Lösung. Und jetzt wird zumindest an dieser Stelle gebaut werden. Und die Ministerin hat inzwischen auch begriffen, dass wir in der Krise sind und die Talsohle nicht nur durchschritten ist. Herzlich willkommen in der Realität, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie mich aber noch mal kurz zusammenfassen, denn es ist eigentlich gar nicht so schwer,
den Wohnungsbau und die Bauwirtschaft wieder anzukurbeln. Man muss nur die Stellschrauben gemeinsam in die Hand nehmen wollen. Dass Sie es nicht können und nicht wollen, hat die heutige Debatte gezeigt. Belastungsmoratorium. Natürlich brauchen wir ein Belastungsmoratorium. Und Herr Kollege Saleh, das war doch verräterisch für die Grünen, wenn Sie sagen, Sie sind dagegen, dass es keine neuen Vorschriften gibt. Sie sagen selber, wir brauchen weitere ökologische Regulierung bis 2027. Damit ist klar gesagt, was die Grünen wollen. Mehr Regulierung, mehr Verbote, weniger Bau, weniger Eigenheim, weniger Eigentum. Herr Kollege, Herr Taher Saleh würde eine Zwischenfrage stellen wollen. Hat schon gesprochen. Den energetischen Standard 55, auch das kann man ganz einfach einführen wieder. Das kann man ganz einfach wieder förderfähig machen. Und dann wird auch gebaut, ökologisch gut gebaut, ökologisch wertvoll gebaut. Ich glaube, dass es ganz einfache Dinge sind, an denen wir uns schnell einig wären, wenn Sie nur wollten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Thema Förderung. Stabil, ausreichend, finanziert, unkompliziert. Genau das Gegenteil haben wir erlebt. Förderchaos, nicht durchfinanziert. Wettlauf, nach einigen Stunden waren die Programme leer und vergriffen, und jetzt sind, bös gesagt, für gewisse Dinge ein paar Cent bei der KfW eingestellt und andere Programme noch nicht mal fertig. Die Kollegen haben schon genannt, Jung kauft alt, Niedrigenergiesektor nicht durchfinanziert, nicht eingestellt, alles wartet, keine Planungssicherheit, so geht Bau nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gebäudetyp E, das ist ja auch interessant anzuschauen, je nachdem aus welcher Fraktion, lieber Kollege Föst, wir wissen doch beide, wo es hängt. Es hängt im Bundesjustizministerium, bei Ihrem Minister. Es ist eine Sache der Länder, liebe Kollegin Schröder. Ja, Bayern hat es eingebracht, Bayern baut bereits im Piloten mit Gebäudetyp E. Also müssten sich doch die Bauministerin und der Justizminister einigen. Und das schaffen sie halt nun mal seit Monaten, wie vieles andere in der Koalition, wiederum nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die BauGB-Novelle, auch das ein Dauerthema, das Sie nicht auf den Weg bringen. Das Einzige, was bei Ihnen läuft, ist ein Gesetz zur Änderung der Hochbaustatistik als neue Bürokratie. Herzlichen Glückwunsch, so wird nicht gebaut werden. Sie kommen dann jetzt bitte zum Ende, Herr Kollege. Wir brauchen eine Regierung, die handelt. Wir brauchen Wohnungsbau. Herr Kollege. Wir wollen Eigentum, damit unsere Familien in unserem Land in ihren vier Wohnen, vier eigenen Wänden wohnen können. Danke schön. Frohe Ostern. Franziska Maschek hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Tribünen. Ich habe das dringende Bedürfnis, einmal etwas klarzustellen. Ich wünsche mir, wenn wir alle von einer Baukrise reden, wünsche ich mir eine konstruktive Opposition und keine Opposition, die alles weiter blockiert. Denn es ist ja schon sehr interessant, am Anfang Ihres Antrags, und das haben wir jetzt schon gehört, der ist vom September letzten Jahres, schreiben Sie in einem Halbsatz, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, was direkt Ihre ja teils richtigen Vorschläge, die noch nicht abgeräumt sind, völlig, völlig über den Haufen wirft. Warum, könnte man sich jetzt fragen, Herr Lutschak? Na ja, es gab ein gewisses Verfassungsgerichtsurteil, das Sie bewirkt haben und das die seit Jahrzehnten gängige Haushaltspraxis über den Haufen warf, so wie Sie auch Haushalt gestaltet haben, liebe Herrinnen und Damen von der Union.
Vielleicht sind Sie ja irgendwann wieder in der Verantwortung und Sie können uns allen hier zeigen, wie man es richtig macht im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, und zwar gleichzeitig Gebäude sanieren, Energieversorgung sichern, in kritische Infrastruktur investieren, in die äußere Sicherheit, in die innere Sicherheit investieren, die Rente, das Gesundheitssystem und die Pflege sichern und so weiter und so fort. Aber eigentlich wissen Sie das auch. Deswegen ich mir fast, aber nur fast, wünschte, dass Sie die nächste Wahl wieder gewinnen. Warum? Nur um zu sehen, wie Sie in endlosen Verklausulierungen rechtfertigen wollen, warum Sie dieses oder jenes verschlafen haben, warum dieses oder jenes jetzt irgendwie doch nicht geht, so wie Sie es ständig machen, auch in dieser Debatte. Und dann kommen Sie um die Ecke und bashen wieder die Wohneigentumsförderung für Familien und loben Ihr ach so wundervolles Baukindergeld in den Himmel, ja, womit Sie über 10 Milliarden Euro Steuergeld an Familien ausgeschüttet haben, die diese Steuergelder nicht wirklich brauchen. Warum? Erst wurde das Häuschen gebaut, dann gab es den Zuschuss. Was macht das außer einer Sondertilgung? Es treibt die Baupreise in die Höhe, denn das wird natürlich von der Bauwirtschaft mit unseren Steuergeldern mit einkalkuliert. Und dann haben wir noch nicht, Sie sagen ja, Ihre 300.000 Wohnungen, die Sie geschafft haben, haben wir noch nicht, über historisch niedrige Zinsen, über die blendende Konjunktur und über übersprudelnde Steuereinnahmen für den Staat gesprochen. Und deshalb frage ich Sie, wie sah denn Ihre ach so hoch gelobte Unionsbaupolitik aus? Wofür haben Sie das ganze Geld ausgegeben? Sie haben jedenfalls nicht in Infrastruktur, nicht in die Bildung, nicht in Digitalisierung, nicht in den Ausbau der Schiene, nicht in die Energiesicherheit, nicht in die Mobilitätswende und nicht in bezahlbares Wohnen investiert. Und das sind nur die großen Felder, auf denen Deutschland hinten dran ist. Und ich sage Ihnen was, Sie heben den Begriff Fundamentalopposition auf ein neues Level. Aber schön, dass die Union jetzt Fan vom sozialen Wohnungsbau ist, allerdings nur, wenn es Steuerersparnisse für große Immobilienfirmen mit Sonderabschreibungen gibt. Aber Sie müssen sich gar keine Sorgen machen, denn wir in der Koalition, wir finanzieren den sozialen Wohnungsbau nämlich zurzeit mit Allzeitrekordsummen. Und das läuft auch bestens, zumindest so, wie ich es aus den SPD-regierten Ländern weiß. Und das, Herr Lange, ist Planungssicherheit bis 2027. Oder es war Herr Kiesling, Entschuldigung. Bei der Grunderwerbsteuer möchte ich gern das Land sehen, das die Einnahmeausfälle nicht vom Bund kompensiert haben will. Und so lange wird kein Bundesland die Grunderwerbsteuer abschaffen. Und das Belastungsmoratorium, wurde schon gesagt, hat die Bauministerkonferenz bereits beschlossen, Haken dran, fertig, erledigt. Ihre Forderung, keine weiteren Regulierungen im Mietrecht, eine Klatsche für alle Mieterinnen und Mieter, und Sie fordern die Rücknahme des Gebäudeenergiegesetzes, Ihr Gesetz, heißt, Klimaschutz ist Ihnen egal, die jungen Menschen sind Ihnen egal und dieses Verfassungsgerichtsurteil zum Klimaschutz ist Ihnen auch egal. Aber Sie mögen doch Verfassungsgerichtsurteile. Dann beachten Sie doch bitte auch das zum Klimaschutz. Wir lehnen Ihren Antrag ab. Und jetzt noch ein letzter Satz zu dem Antrag dort aus der rechten Ecke. Ihre antiquierte Freiheit der Frau mit Schürze am Herd lehne ich als vierfache Mutter ab. Vielen Dank und ein herzliches Glück auf. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen zu dem Antrag der Fraktion der CDU/CSU mit dem Titel Deutschland aus der Baukrise führen, jetzt wirksame Maßnahmen für bezahlbares Bauen und Wohnen ergreifen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 10754 den Antrag der Fraktion der CDU/CSU auf Drucksache 8523 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung? Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU/CSU. Wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 10728 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Weitere Vorschläge sehe ich nicht. Dann verfahren wir so. Vielen Dank. Und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 25 die Beratung des Antrags der